Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Uncharted The Lost Legacy. Das letzte Mal haben wir hier diese verlassene, vergessene Stadt gefunden, haben gegen Asaphs Leuten ein bisschen richtig cool gebettelt und sind jetzt dabei, eine Tür zu öffnen. Und was sich hinter dieser Tür verbirgt, sehen wir jetzt. Ah, mal sehen, wo wir rauskommen. Hey, ich dachte, wir kommen jetzt hier schon irgendwo raus. Ja, das killt natürlich die ganze Spannung. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen drauf gepokert, dass hier hinter irgendwie Asaf steht und wir ihm in die Fresse hauen können. Irgendwo muss es einen Weg in die Stadt geben. Da. Okay, ich glaube, ich weiß in etwa wo. Das war ein bisschen knapp. Wow, da oben. Asaph hat wohl keinen Eingang gefunden, also hat er einen gemacht. Man sollte annehmen, dass Asaph mehr Respekt für diesen Ort hat. Asaph respektiert nur Asaph. Das ist ein guter Merkspruch, nicht wirklich, aber eine gute Weisheit. Bisschen weit für meinen Geschmack, aber oh. Wo? Hätte nie gedacht, etwas Eindrucksvolleres als Halebib zu sehen. Irgendwie schade, dass Belor der Welt verborgen ist. Tja, jetzt wissen wir warum. Ich glaube, es ist hier oben. Aber wir kommen hier nicht hoch. Nee. Es ist dort oben, aber... Wir kommen nur, indem wir da drüber schwingen, hier hoch, und da drüben können wir noch nicht schwingen. Es müsste ziemlich genau über uns sein, aber wahrscheinlich geht es hier noch ein Stückchen und dann... Ah, da hinten ist es. Ah, okay. Ich verstehe, wie wir hinkommen. Ah, hier. Ja. Wunderbar. Der Rubin zahlt sich aus. Darauf wäre ich nämlich nie gekommen, ohne zumindest ein bisschen Hilfe. Aber so haben wir das Lakshmi-Hochzeitsornament gefunden. Oder das Hochzeitsding der Lakshmi. Keine Ahnung. Ich will hier wieder zurück. Aufs Wasser so zu springen. Da kann man leicht abrutschen. Gut, aber die Jagd nach Asaph geht weiter. Ah. Noch ein Gott? Wahrscheinlich einer der Hosala-Könige. Wie viele Könige hatten sie damals? 11. Der junge König war der letzte der Linie. Tja, sein Plan hat geklappt. Er rettete die Stadt vor dem Perser. Ah ja, genau, weil die Stadt, die wir zu der wir zuerst gegangen sind, war ja nicht die richtige Stadt. Aber schon dämlich, die Perser. Also, nicht wirklich, aber wir wissen es jetzt. Also, man kann denen wirklich keinen Vorwurf machen, weil so einen komischen Drecks-Viaduktmechanismus, dass dann hier ein Bulle aufgeht, Alter, es ist ja schlimmer als jedes so Kinder-Zauberbuch. Die sind ja teilweise nicht so krass. Dann mal los. Hier geht's lang. Genau, wir leaden den Way. Ja. So. Ah, und da hoch, oder? Nee. Ach so, hier. Kommst du? Ah. Nee. Hä? Ah, okay, hier. War gerade ein bisschen verwirrt. Viele Möglichkeiten, viele Kanten, nur ein richtiger Weg. Ah, hier oben gibt es aber sicher wieder eine Begegnung mit Asaphs Leuten. Traue ich mich wetten. Es wird immer beeindruckender. Falls noch jemand Bedenken hatte, dass das Belur war, Herr Shiva und Nandi.
Und das ist wohl Ganesha, bevor er seinen Elefantenkopf bekommen hat. Möglich. Könnte auch Kartikeya sein. Shivas älterer Sohn. Der Hindu-Gott des Krieges. Sie haben wohl verschiedene Wege gewählt. Wo ist hier der Stier? Also entweder ich bin blind oder ich sehe ihn halt nicht. Ach so, die sitzen auf dem Stier. Ah, okay. Auch ziemlich cool. Und hier war das wahrscheinlich so eine Aussichtsplattform. Wobei, ob das früher auch schon so mit Wasserfällen und Stuff gewesen war, keine Ahnung. Verdammt, der Eingang wurde gesprengt. Das muss die Explosion gewesen sein. Es muss einen anderen Weg geben. Okay, hier ist irgendwo ein Schatz, ich hör's. Ah, hier. Finde ich gut, also ich liebe dieses Armband wirklich. Hanuman-Messingglocke. Es wäre cool, wenn man das Postwendend in den anderen Uncharted-Teilen auch einfügen könnte, aber ich schätze mal, das wird nicht passieren. Aber zumindest in Uncharted 4, ich meine. So als Update-Patch wäre cool. Sie wollen uns aufhalten, ja. Ich dachte ehrlich gesagt, Sam wäre irgendwie so ein bisschen mehr auf unserer Seite und würde versuchen... Wobei, er lässt ja Asafs Männer an den dämlichsten Punkten suchen, scheinbar. Weil er weiß wahrscheinlich, wo in etwa der Schatz ist. Also vielleicht hilft uns Sam nicht so direkt, aber halt so direkt, wie er kann, wenn man möchte. Und hier, glaube ich, geht's hoch, oder? Ja. Ah, hier rein. Hier drin, Nadine. Schmeckt lecker. Was waren das? So Kamin-Rauchabzüge? Oder? Beeilung! Wir müssen die anderen einholen. Ich sehe sie. Ich höre. Shit! Schon wieder blockiert. Die Stadt ist groß. Es muss noch einen Weg geben. Was ist das hier? Ein Bad? Oder ein Brunnen? Vielleicht beides. Ah, das ist wieder ein Schatz. Das gefällt mir. Glasierte. Was? Betelnussschale? Betelnuss? Okay. Noch nie von dieser Nuss gehört, aber wird schon stimmen, wenn es nicht die Betelnussschale ist. Ja, die Frage ist, wie kommen wir hier? Da steigen Luftblasen im Becken auf. Ah, okay. Taucherlebnis. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn wir auf die da geschossen hätten. Wäre das... Nee, das kann eigentlich nicht sein. Dann wären wahrscheinlich nur noch mehr gekommen und dann wäre es erst recht gesprengt worden. Also von daher war das wahrscheinlich schon keine dämliche Idee. Okay, fuck. Okay, da lang. Unter Wasser ist es mit der Sicht immer so ein bisschen ein Problem, wenn es nicht gerade hell ist. Da oben, das ist ein Wasserreservoir. Alter, der ist mal gut versteckt, der Schatz. Dieser edelsteinbesetzte Pfeifen... Edelsteinbestücktes Pfeifenmundstück. Also den hätte ich garantiert nicht ohne die Hilfe gefunden von dem Armband. Wie gesagt, ich lobe das Armband zwar gefühlt jede 2 Minuten und wahrscheinlich ist es nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich jede 2 Minuten, Fraser, aber... Hier drüben. Komme. Trotzdem. Auch hier ist ein Fotopunkt. Wo lang? Sieh mal, die Königin und ihre Zofen. Das war wohl das königliche Bad. Zur Abwechslung mal Statuen von Frauen. Jetzt bin ich mal gespannt. Nee, das wäre ein geiles Detail, wenn Nadine da tatsächlich drauf wäre. Schade. Statuen von Frauen. Dabei waren die Frauen bei den Hoysala eine wichtige Rolle. Vor allem die Königinnen. Kein Wunder, wenn die Könige und Männer ständig irgendwo kämpfen. Sie kümmerten sich auch um die schönen Künste. Poesie, Musik und sowas. Belur gehörte sozusagen ihnen.
da soll man nochmal sagen, früher war es nicht, war die Gesellschaft nicht feministisch. Ich meine, ganze Stadt quasi. Und man muss mal eigentlich sagen, wenn man sich den ganzen Dreck hier mal wegdenkt, der wahrscheinlich noch nicht da war damals. Früher eine ganz schöne Stadt, nur für Frauen. Ich frage mich gerade, wie das, ob sowas echt sein kann, aber möglicherweise. Hier schaut es nämlich wirklich richtig cool aus. Oh. Und das schaut wiederum irgendwie aus wie eine Todesfalle. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Was ist das? Alte Kanada-Schriften. Sieht nach Strophen aus. Könnten Gedichte sein. Ist das eine Bibliothek? Sieht so aus. Ah. Wenn es noch kein Papier gibt, halt einfach direkt auf das Holz kritzeln. Cool. Oh, eine Trommel. Sieht wie eine Trommel aus. Das ist eine Trommel. Die bewahren hier alles Mögliche auf. Cool. Vielleicht aber bewahren sie auch einen Schatz auf. Möglicherweise. Eine Sita? Vina. Eine entfernte Verwandte der Sita. Vielleicht gab es hier Aufführungen. Cool. Ha? Fraser, hier drüben. Ja, vorher. Was haben wir hier? Weihrauch oder Kräuter? Ah, hier. Nee. Bewahren Sie also doch hier auch Schätze auf. Oh, ein Haarkamm. Ein silberner Parfümflakon mit Kamm. Und warum fehlt da was? Ne, hier fehlt nichts. Hier ist noch ein zweiter Schatz. Hahaha. Wehe das. Es fehlt trotzdem was. Ein handgeschnitztes Palisander. Eine handgeschnitzte Palisanderbrotose. Okay. Und es fehlt nichts. Sehr gut. Gott. Und wir nähern uns langsam dem Ende. Und ganz ehrlich, ist es nicht wunderschön, wenn die da so ohne Fragezeichen dazwischen stehen in einer Liste? Nicht so wie hier. Ja, es ist mein innerer Komplettionist sehr glücklich in solchen Momenten. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Ich höre ja schon auf, mich über das Armband zu freuen. Sieh dir das an. Unglaublich. Das ist ein Altar oder sowas. Die Könige müssen viel für ihr Volk erduldet haben. Sie haben nicht nur den Stoßzahn beschützt. Historiker glaubten, er sei ein Symbol der Macht und Überlegenheit, aber ich glaube, die lagen falsch. Er war ein Symbol ihres Volks, ihrer Kultur. Er war ein Symbol ihrer selbst. Hey, wozu sind die? Hier. Das ist wirklich was Großes. Wieso hat der dumme Mistkerl mir nichts erzählt? Du hast es selbst gesagt. Er wollte, dass du sicher bist.
Asaf darf den Stoßzahn nicht bekommen. Nein. Auf keinen Fall. Danke. Dank mir, wenn wir hier lebend rauskommen. Gutes Argument. Hört das Ganesha nicht. Oh. Gut, dass ich das dabei habe. Das war nicht absichtlich, aber das ist richtig geil. Wir haben es gefunden. Jetzt müssen wir nur noch von hier weg. Beziehungsweise wollen wir es nicht mitnehmen? Keine Ahnung. Ich vertraue Chloe da mal, dass sie weiß, was sie tut. Ja, hier durch. Finde ich übrigens doch anfangs nicht so sehr, aber inzwischen relativ emotional, die Geschichte mit ihrem Vater. Wirklich schön. Und apropos schön. Umwerfend. All diese Pracht. Und niemand kann sie sehen. Aber wie kommen wir dahin? Das schauen wir, nachdem wir es uns nochmal angeschaut haben. Also ganz ehrlich, das ist eher fast mehr Natur als Mensch gemacht. Und gerade diese Kombination ist irgendwie richtig schön. Kann man nicht anders sagen. Ja gut, genug schön. Ziemlich hoch. Aber es sieht tief genug aus. Okay, was schwimmt denn da? Ich dachte gerade, da schwimmen irgendwelche Seeschlangen, aber das sind Reihen von Fische. Oh. Und ich höre es wieder. Ja, ich werde es nicht nochmal sagen. Halt, ich will das aber aufnehmen. Danke. Habe ich das aufgenommen? Ich glaube. Ja. Bronzenes Räuchergefäß aus Deccan. Was auch immer Deccan ist, ist wahrscheinlich irgendwie sowas wie Silber und Gold, aber anders. Ich weiß auch nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Gut. Schade, dass wir nicht irgendwie da hochkommen. Dass es nicht wie ein Seil funktioniert, das Wasser, aber... Nee, tut's nicht. Hey! Ich dachte gerade, sie hält sich so die Hand über den Kopf, das wäre ein cooles Detail, aber schade, leider nicht. Oh, und hier geht's wieder weiter. Was ist das? Achso. Oh, okay. Hier durchzwängen. Beziehungsweise die irgendwie zerbrechen oder wegdrücken. Alter, eine Baumwurzel weg. Ich sage ja, Nadine ist ein Tier. Oh Scheiße, wir sterben gleich. Okay. Das war ein bisschen zu knapp. Was war das gerade? War eine Schildkröte? Ja, eine Schildkröte. Oder sowas. Ja, eine Schildkröte. Geil. Also ganz ehrlich, solche Details, die muss man auch mal würdigen. Und ich glaube, es geht dort lang. Ah, aber erstmal geht's hier lang. Hier gibt's wirklich so viele kleine Aufsammelschätze. Shatavahan Stundenglas oder so in die Richtung. Wenn man sich mal überlegt, auf so einer Seite stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Schätze. Und die Sache ist, in Uncharted 1 gab es ja nur 50 Schätze. Und das hier ist mehr oder weniger nur ein Standalone-DLC und hat mehr Schätze als ein ganzes Spiel. Also schon cool. Um nicht zu sagen nice. Und inzwischen spielen wir ja auch fast so lange wie an Uncharted 1. Uncharted 1 haben wir 17 Parts gebraucht und das hier müsste so um Part 13, 14 rum sein. Wenn nicht sogar eh. Da kommen wir wieder rein. Alles klar.
Das schaut aus, als wäre es eine Schatzhöhle. Ja, aber ist es vielleicht sogar. Ja, wir müssen sicher dort lang, aber hier... Nee. Was hat das für einen Sinn hier? Hier ist nichts. Da hinten ist aber was. Ich glaube teilweise, es gibt hier manchmal wirklich nur so Ledges, wo es nichts gibt, aber... Ja, nee, hier gibt es nichts. Das da hinten ist genauso. Das sehe ich jetzt erst. Da könnte man vielleicht hoch, aber da ist nichts. Okay, aber vielleicht können wir... Danke fürs Vorgehen. Gern geschehen. Oh, wir mussten da lang. Wer's? Ach so, ja, das wäre vielleicht ein bisschen zu weit gewesen von dort hier runter. Okay, ich nehme alles zurück von wegen es... Von wegen es gibt Stellen, an denen es nichts gibt. Moment, wenn es hier wirklich alles seinen Zweck hat, wo was ich eigentlich auch dachte, aber... Ja, Scheide, wir... Hä? Nee. Wie kommen wir da hoch? Ah, hier, oder? Nee. Dammit! Kommen wir da nicht hoch? Schade. Ich dachte gerade, wir kommen da irgendwie cool hoch, aber... Ja, verdammt. Moment, wie kommen wir jetzt dorthin, wo wir gerade waren? hier lang, glaube ich. Oder? Ja, denselben Weg zweimal gehen, dann merkt man sich ihn umso besser. Nicht, dass es irgendwie sinnvoll wäre, sich hier den Weg zu merken. Aber vielleicht können wir jetzt hier... siehst du? Jetzt ersparen wir uns einen Sprung und haben dafür 20 mehr gemacht. So muss man denken, immer positiv. Ah, und hier ist wieder ein Fotopunkt. Ah, der Baum. Mit dem Lichteinfall. Alles okay? Tut mir leid, ich bin gerade nicht ganz bei der Sache, aber... Hey! Nadine Ross! Oh mein Gott! Was zur Hölle? Jetzt wieder bei der Sache? Ah, Lugscheißer! Ich fänd's ja ganz lustig, wenn wir nicht eh schon dreimal den Weg gegangen wären, aber... Nee, eigentlich gehen wir jetzt zum dritten Mal, aber... Ich dachte gerade einen Moment, dass Nadine jetzt doch mit Asaf arbeitet und uns gerade betrayed. Und wo ist Nadine? Wo ist Nadine? Sag nicht, sie wird uns jetzt wirklich betrayen. Das wäre uncool. Äußerst uncool. Bereit? Ich hab dich im Auge. Ich schätze mal, aber das war nur ein optionales Ding, weil ich hier den Fotopunkt ausgenutzt habe. Aber cool. Ist ziemlich eng hier. Oh, hallo. Was für eine hübsche Stadt. Zu wem hat sie jetzt gerade Hallo gesagt? Das ist ja noch nicht einmal doch... Hä? Ist das ein Kopf von einer Statue? Ich kann es nicht als Kopf identifizieren, aber wenn Chloe es sagt, sie hat mehr Ahnung von solchem Shit. Als wahrscheinlich so ziemlich jeder. Ah, jetzt sind wir hier. Ah, und jetzt... Also ganz ehrlich, aber besser sie hat das vorher gemacht, als sie schubst mich hier runter. Weil wenn ich das jetzt alles nochmal gehen müsste, dann wäre ich so ein bisschen pisst. Moment, aber das heißt, wenn ich jetzt hier verkacke, muss ich nochmal alles... Okay, also nicht verkacken. Oh, das war knapp. Bisschen zu knapp. Verkackt. Nein, schade. Ich meine, was sie gerade gemacht hat, das kann man ja auch gegenseitig sich wünschen.
Hier vielleicht was? Nö. Nee. Hier was? Nö. Okay. Dann was ist das hier? Ah. Ah. Irgendwie kommt mir vor, die Fotopunkte werden im Laufe der Zeit mehr. Also am Anfang, ich meine, wir haben in den letzten zwei Parts, glaube ich, oder allein in dem Part haben wir schon 4 oder 5 Fotos gemacht. Und vorher haben wir ganze 3, 4 Parts hintereinander keines gemacht. Komisch. Ah. Ich hab's doch gewusst, dass hier irgendwo was ist. Na, und sogar noch hier an der Oberfläche. Ist sogar richtig nett. Eine, oh Gott, eine Chalukia-Greifer-Kerzenhalter. Ich beginne immer mit dem falschen Artikel. Aber ganz ehrlich, muss mich konzentrieren, was hier ist und was... Was gibt's hier jetzt? Ah, wahrscheinlich. Ja, unter dem Fresko durchtauchen oder dem... der Skulptur, wie auch immer. Da, oh, komplett geflutet. Hier ist ein Durchgang. Sehr gut. Ja, das war ja auch mal nicht unter Wasser. Hä? Muss man sich ja auch mal vor Augen führen. Okay, immer mit der Ruhe. Was? Wasser in den Ohren. Ich hasse das. Das gäbe ich nicht für ein Handtuch. Ja, Wasser ist nicht so geil in den Ohren. Oh. Mein Gott. Siehst du das? Weißt du, im Moment fehlen mir die Worte. Ach, du heilige Scheiße. Das trifft's. Das... Was ist das für ein Ort? Ein Thronsaal? Das Versteck für einen prachtvollen Stoßzahn? Hoffen wir's. Hier ist auf jeden Fall der eigentliche Eingang. Aber Saf ist nicht hier durchgekommen, oder? Keine Ahnung. Ich sehe auch seine Leute noch nicht, aber das muss nichts heißen. Das ist hier schon verdammt cool. Und wo stecke ich hier fest? Achso, hier ist... Okay. Ich sehe hier nicht... Ah, okay. Ah, okay. Ich verstehe. Oh, wieder ein Fotopunkt. Ja. Das halten wir auf jeden Fall fest, weil... Holy crap. Also ganz ehrlich, ich... Ach, scheiße. Scheiße, warum sehen wir jetzt hier nichts? Sekunde, ich gehe mal hier vorne. Hier ist vielleicht das Licht ein bisschen besser. Ich wollte jetzt nämlich zum Abschluss dieser Folge... nochmal hier kurz Resümee ziehen. Ja, also wirklich super ist es nicht, aber das sind die Fotos, die wir gemacht haben. Sie sind zwar gerade ein bisschen beschissen beleuchtet, aber ja, das sind alles noch in dieser Folge. Das nicht, aber das hier war auch noch in der Folge, glaube ich. Egal, das auf jeden Fall. Ziemlich cooler Shit hier auf jeden Fall. Und ich würde sagen, näher an diese Statue rankommen und ob hier tatsächlich... Weil... Hä? Ich dachte, das vorhin war der Stoßzahn. Aber es war scheinbar nur eine Statue des Stoßzahns. Was ein bisschen komisch ist, aber... Egal. Wir schauen uns den Typen da beim nächsten Mal ein bisschen genauer an. Und bis dahin sage ich bis zum nächsten Mal bei Let's Play Uncharted The Lost Legacy. Und tschüss, Leute.